Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einer neuen Folge von Angezockt, und zwar NBA 2K15. Aktuell gibt's das bei Steam noch gratis, die nächsten 3 Tage noch, glaube ich. Da habe ich mir gedacht, lädst du es mal runter, sind ja nur läppische 40 GB. Und zock das mal an. Was hier gerade im Hintergrund so energisch von der jungen Dame angepriesen wird, ist dann eben hier einer der Features in diesem Spiel, und zwar 2K TV. Da wird hier regelmäßig eine neue Show hochgeladen, in Anführungszeichen, beziehungsweise zur Verfügung gestellt, und zwar jede Woche. Und kann man eben ja eine Show zu NBA und dem ganzen Hintergrundkrams und so weiter verfolgen. Aber fangen wir mal hier von vorne an. Und zwar gibt es einmal den Meine Liga-Modus. Da kann man ein komplett individualisierbares Team, beziehungsweise Saison und Franchise einmal durchzocken. Dann gibt es noch Mein GM. Da kann man hier ein NBA-Franchise als dessen GM leiten, also als Führungsperson. NBA aktuell gibt es eben die Freundschaftsspiele, Online-Matches und so weiter. Das ist so der Grundspielmodus. 2KTV hatten wir eben schon. Noch meine Karriere. Ja, na, sagt der Name eigentlich schon, ist eben der Karrieremodus. Und mein Team kann man ein Sammelkartenspiel spielen und so sein eigenes Team aufbauen. Und dann gibt es eben noch die Funktionen. Das ganze Spiel wird übrigens gerade hier von mir auf dem PC gezockt, wie man ihn vielleicht am Steam schon gesehen hat. Ist aber vollkommen kompatibel mit dem Xbox-Controller. Und damit die gute Dame mal die Klappe hält. Beenden. Muss ich den Sound noch ein bisschen runterstellen. Spieloptionen. Controller. Also man kann ja alles Mögliche beeinflussen. Ich glaube nicht, dass es bei den 2K Beats ist. Ne, da kann man Lieder nämlich her. Recht große Liederauswahl kann man sich ja angucken, anhören, wie man möchte. Spielgeschwindigkeit will ich gar nicht. Das ist doch. So. Kommentarsprache Englisch und Spanisch. Da mein Spanisch ein bisschen eingerostet ist, bleibe ich mal bei Englisch. Und gehe dann auch direkt wieder zurück in den NBA aktuell Modus. Um ein kurzes Freundschaftsspiel zu zeigen. Gibt es einmal ein schnelles Spiel. NBA aktuell ein schnelles Online-Spiel. Ein All-Star-Team-Up. All-Star sind dann eben so eine Art Fantasie-Teams mit den besten Spielern, soweit ich das weiß. Dann kann man noch mit Freunden spielen, ein lokales Multiplayer zum Beispiel, Online-Ligen spielen, Blacktop-Modus und so weiter und so fort. Ich will aber ein schnelles Spiel offline machen. Kann man sich hier aussuchen, welche Teams denn spielen. Cavaliers, Celtics, Clippers, Grizzlies, die Hawks, Miami Heat, Hornets, Jazz, Kings, Knicks, Lakers, Magic, Mavericks, Nets, Nuggets, Pacers, Pelicans, Pistons, Raptors, Rockets, Spurs, Suns, Thunder, Timberwolves, Trailblazers, Warriors, Wizards, East All-Stars, West All-Stars, Berlin, wuhu, Istanbul, Bamberg, Kiew, Belgrad, Moskau, Milan, Barcelona. Jetzt nehmen wir aus wie das Fußballtrikot. Okay. München, Istanbul, wie viel Land haben die denn da? Nanterre, Vitoria, Vilnius, Krasnodar, Tel Aviv, Siena, Piro, Athen, Belgrad, Madrid, Selona Gora, Straßburg, Malaga, Kaunas,
und noch ältere Teams, und zwar die Celtics von damals, die Lakers von damals, die Bucks, nochmal die Lakers zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ich möchte gerne das nehmen, weil ich auf Michael Jordan stehe. CPU ist dann Gast, das ist mir eigentlich egal, was sie spielen, ich bleib mal so. Man merkt vielleicht schon, dass ich eigentlich nicht so die Ahnung von diesem Spiel habe, deswegen nicht wundern, wenn ich mir einen Müll zusammenzocke oder zusammen rede. Meist findet der Dreierwerfer. Na schön. Ich habe das Spiel auch erst eine Runde lang gezockt und habe elendig verloren. Also, ja. Bin nicht so der Profi, was das angeht, auf jeden Fall. Steuerung ist genauso komplex wie simpel. Also es gibt eine simple Version, einfach nur mit A passen im Angriff, mit X werfen im Angriff, Y ist eben hochspringen oder blocken und B, ich weiß nicht, was ist im Angriff, das habe ich vergessen, aber das ist eigentlich so Foulversuch. Schultertaste R ist Laufen und alle anderen Tasten sind so für Tricks, für Taktiken, Ansagen und so weiter und so fort. This is Kevin Durant. Welcome to 2KU. Ja, das ist was Neues, diese Wurfanzeige brauche ich jetzt aber nicht nochmal angucken. Sag ich euch einfach. Denn wenn man wirft, ist unten am Spieler also eine kleine Anzeige und wenn man dort genau zum Zeitpunkt loslässt, wenn diese Anzeige. Nein! Foul! Zack! Am kleinen Strich ist, dann ist es ein garantierter Treffer. Und je näher man dann hier eben daran kommt, desto höher wird die Trefferchance. Und ansonsten Basketball. Ball ins Körbchen, so muss das sein. Unten jetzt an den Füßen mal aufpassen an den Ring, der jetzt gar nicht kommt beim Freiwurf, sehr schön. Und ich habe gerade die Vorstellung der Charaktere weggeklickt, fällt mir gerade auf. Schade, denn der Einzug ist recht gut cool gemacht. Es hat schon was sehr Geiles. Etwas zu früh losgeworfen, na egal, drin ist drin. Ich versuche jetzt eben mit X den Ball zu kriegen und versuche nicht den zu decken, der mir angezeigt wird, dass ich ihn decken soll. So. Unten zeigen eben diese Pfeile immer Scheiße, für wen man gerade zuständig war. Das ist in dem Fall der gewesen, der gerade den Korb gemacht hat. Wie eigentlich immer bei mir. Das war viel zu spät. Michael Jordan macht einen Schrittfehler. Oh mein Gott. Aber auch nur, weil ich ihn steuere. Aber im Endeffekt muss man immer versuchen, seinen Spieler zu decken hier, sodass der möglichst keinen Korb wirft. Was mir persönlich sehr schwer fällt noch, als Anfänger in dem Metier, weil ich irgendwie den Ball nie abbekomme. Na komm. Oh, ein Dreier kassiert, oh mein Gott. Und ich muss sagen, ich spiele jetzt die PC-Version. Oh, sollte auch loslassen. Und die sieht optisch ein bisschen schlechter aus, gerade als die Next-Gen-Version von den Konsolen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich die Grafikeinstellung nicht geändert habe. Ah, so will ich das sehen. Bam. Dunkings und so weiter gehen natürlich auch. Das ist aber von der Steuerung her ein bisschen komplizierter. Also eine Bonuswürfe zu machen eben. San Antonio on defense.
Ach, okay. Und im Gefecht, in Anführungszeichen, ist es teilweise auch nicht so leicht, hier ach, Dreck, den Balken zu sehen, wo man dann wirft halt. Nimm ihn! Ach, Dreck. Duncan's got his second basket of the night. Four or five shots have dropped for them already. Not a bad way to get things started. Duncan again, screen, shot from 12. Ah. Wenn man sieht, ich drücke viel, viel zu kurz meistens. From 13, Gervin pulls it in. Jordan against screen. Jordan kämpft sich durch. Ist auch so ziemlich der einzige Basketballer, den ich kenne von damals. Und das hauptsächlich nur wegen dem Film mit dem Looney Tunes, den er gedreht hat. Boom! Dunking! So wollen wir das sehen. Der Jordan in Action. Der regelt das gegen die Monsters. Ach, verdammt. Dann gibt es übrigens hier noch Knöpfe zum Modifizieren, wen man anspielt. Dann werden immer die Symbole über den angezeigt, über den Spielern. So will ich das sehen. Damit man halt genauer bestimmen kann, zu wem der Ball jetzt fliegen soll. Da das ja schon alles ziemlich nah auf nah manchmal ist. Oh, jetzt springt er zum Ball. Ich habe eindeutig zu viele Weiße im Team. Ah, okay. Das soll es aber erstmal für das Spiel hier gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich dann mit dieser schönen Cheerleader-Show bei euch. Abschlusswort ist übrigens, dass eigentlich ein recht cooles Spiel ist. Vor allem die Atmosphäre kommt sehr gut rüber. Wie man hier auch gerade sieht, so eine schöne Cheerleader-Show noch dazwischen. Ist immer ein nettes Gimmick, was einen so ein bisschen mit in die Basketballwelt einbringen sollte. Und es auch tut. Auf jeden Fall mal einen Blick wert, besonders jetzt in der Zeit, wo es gerade kostenlos ist. Und danach kann man sich das ja immer noch kaufen. Also nutzt die Zeit. Und wenn ihr das Video gerade guckt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann haha und kauft es euch eben oder leitet es euch aus. Es ist auf jeden Fall für Fans und Kenner ein sehr cooles Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.